Willkommen zurück zu einem Satsuna und ohne Umschweife fange ich gleich mit dem Bosskampf an, den ich ja letztes Mal schon gesagt hatte. Und wir haben ja in der letzten Folge diese vier Monster besiegt, die ihm die Kraft gegeben haben. So, ich hatte ja gesagt, ich hatte schon mal eine Testaufnahme gemacht gehabt bei ihm und ja, da war er extrem stark gewesen, allein schon von der HP her. Jetzt schauen wir mal, dass wir ihn besiegen und ich glaube, er müsste jetzt extrem geschwächt sein. Aber das werde ich ja gleich an seinen Lebenspunkten sehen, weil ich weiß, was er vorher hatte und was er wahrscheinlich jetzt hat. So, wenn die mal aufhören würden zu quatschen und einfach bloß kämpfen, wäre das nice. So, ja. Ja, jetzt quatschen sie erstmal. Ah, ja, sowieso. Oh, also er kriegt immer noch diese Selbstheilung 171. Das ist schon extrem verringert. Wo ich mit der vollen Kraft gegen ihn gekämpft hatte, waren es 310. Also es ist ziemlich heftig gewesen. So, Techs machen wir gleich mal slow. 6800, das ist ein annehmbarer Wert. Bei mir hat er in der Testaufnahme was um die 12.000 gehabt. Das war schon extrem stark, was er da hatte. So, Lightning. Ja, 200. Also das bleibt wie vor. Das ist schön. Also der Schaden bleibt, wie er ist, nur halt ist seine Stärke ein wenig verringert worden. So, Time Jump ist etwas, wo, wie soll ich sagen, eher alles an defensiven Buffs hat, einfach überspringt. So, Lightning. Gut, jetzt noch eine Wall auf uns, dann haben wir es soweit. So, Warmers Wall auf uns, passt. So, dann machen wir mal den hier. 219, sehr schön, ich bin begeistert. So, weiterhin Lightning mal probieren. Jetzt schauen wir uns mal die Sache an mit Charge. 307 ist kritisch, davon kannst du vielleicht 20% abziehen. Ja, macht schon was aus. Gut, mit Setsuna werden wir jetzt gleich mal Luminär einsetzen. Und hier nochmal Dream Shatter. 328, also das ist schon ein deutlicher Unterschied, mit welcher Attacke du hier angreifst. So, Radiance und Luminär. Vorhin hat es 500 irgendwas abgezogen in der Testaufnahme. Jetzt plus 200, okay. Oder hat es auch 200 abgezogen? Ich weiß es nicht. 500 war, glaube ich, plus bei den Mobs. Er hat ja wieder eine erhöhte Verteidigung hier. Ist er ein bisschen stärker. Au. Oh, wir müssen wieder die Wall erneuern, sehe ich gerade. Und natürlich den Slow. Und den defensiven Cooldown, der auf uns Bestand hatte. So. Wer ist jetzt dran? Protect. Okay, ich hoffe mal, dass die Typen über uns jetzt nicht hier so doll rumwuseln, dass mir das auf den Keks gerade geht. So, Bandspace, was ist das denn? Au! Komm, Luminär, schnell. Nice. So, Protect hat man ja eingesetzt, wenn ich nicht irre. Slow funktioniert auch noch. Das ist schön. So, jetzt noch eine Wall, wenn es geht. Nein, geht natürlich nicht. Dann machen wir einmal Ether auf uns. Müssen wir die nächste Runde halt abwarten. Geht nicht anders. So, machen wir auch nochmal hier auf ihn. Au! Oh Gott, da muss Setsuna jetzt ordentlich heilen hier. Wo ist er? Da. Sehr schön. So, Wall of Setsuna.
Eterna. Einmal Dream Shatterer. 200, ganz normal, sehr schön. Condensed Time. Ey, das ist krass. Hätte ich plus 5 HP weniger, wäre ich auf jeden Fall tot. Oh, der hat kein Slow mehr. Da muss ich gleich mal was ändern hier. Wir machen noch eine Wall auf uns. So, das passt schon mal. Sehr schön. Ei. Ah, selbst das hilft nicht viel. Okay, dann nochmal. Halt slow, hat man gesagt. Auf ihn. Und. Komm schon. Nice. So, machen wir mal einfach mal eine Aura auf uns hier. Ja, hilft nicht ganz. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Mit Satsuna. Machen wir gleich Luminär. Weil sie muss jetzt in der nächsten Runde ein wenig Mana wieder tanken. Okay, krass. So, Ita auf Satsuna. Und er nochmal Protect auf alle. Nur zur Sicherheit. Okay. Also habe ich doch richtig gesehen, das war eine Schatten. So, Lightning. Ja, machen wir mal. Und jetzt warten wir mal kurz ab. Ah, wieder auf uns. So, Charge All Creation. Doom Shatterer. Passt so. Dann würde ich sagen. Ja, ist egal, wenn er uns tötet, tötet er und so oder so. Dann machen wir Radiance. Wir können mit Satsuna zur Sicherheit dann immer noch heilen, sag ich mal. So. Machen wir mal Charge, ganz normal. Mit etwas Glück können wir Lumine einsetzen. So, nochmal volles Leben. Nicht ganz. Machen wir das trotzdem jetzt mit Aura. So. Band Space. Okay. Oh, jetzt müssen wir wieder Slow einsetzen, damit der schön verlangsamt wird. Ich glaube, das eine hier, Schutz könnte man auch wieder einsetzen. Lightning. Oh, verfehlt, okay. Ah, jetzt habe ich falsch Schutz eingesetzt. Shit. Ja gut, ist nicht so wild bei Satsuna, sag ich mal. Blade Wave bringt nichts back. Puh, gute Frage. Bringt das was? Ja, wir machen jetzt nochmal Radiance. Da sind wir auf jeden Fall über 200 Schadenspunkten. Charge. So. Oh, oh. Warte mal, wir machen mal auf Eterna. So, dann kann man nämlich auf uns das gleich so einsetzen. Und gleich noch einen Slow hinterher. Gut. Dann greifen wir weiter mit Charge an. Auf gut Glück, dass es kritisch trifft. Und weiter mit Radiance angreifen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, Lightning. Doch, trifft noch, okay. Manchmal hast du so eine Bosse, die werden nach einer Zeit immun dagegen. Das ist dann natürlich nicht so doll. Aber mal weiterhin so schön kritisch treffen, haben wir es bald geschafft. So. Oh, nee, da muss ich jetzt Lumina einsetzen. Ja, dadurch, dass wir jetzt so viel Schaden auch erhalten haben, machen wir mal Protect nochmal. So. Oh, der wird jetzt alles droppen, was er bei sich hat. Das ist natürlich geil. Und diese 1300, die kriegen wir jetzt auch noch down. Dann machen wir weiter in Charge. 300 ist schon in Ordnung. Warte mal.
Hätte ich mal Lumina eingesetzt. Ist aber nicht so wild. Wenn Wechsel dran ist, können wir Aura einsetzen. Das hält genauso viel. So, aber vorher noch ein Slow wieder. Das merkst du, der Slow ist einfach krass, was der an Monstern hindern kann. So. Einmal Wechselheim. Das hat eigentlich gerade ganz gut funktioniert so. Ja, schade, nur 200. So, Radiance. Bitte Crit. Nicht, schade. Trotzdem über 200. Ja, noch ein-, zweimal angreifen, dann haben wir's. Dann machen wir gleich hier Luminär. Dann müssen wir's theoretisch haben. Nee, doch noch nicht. Aber jetzt. Jetzt haben wir es. Yay! Dark Samsara ist Geschichte. Okay. Vielleicht doch nicht, noch nicht ganz. Doch. 0 XP bekommen. Warum? Irgendwas stimmt hier nicht. It's a very last moment. It was as if something was reaching out to me. What do you mean? Feeling too intense rage and intense sorrow. Long ago, long even before the Dark Samsara was created, all humans bore for magical energy. Nicht, wenn das läuft wie bei Sin. Dass jeder, der Sin schlägt, selbst zu Sin wird, weißt du? So nach dem Motto. Okay, using spirit knife there, magic process over again. Into me, monster blood was sorted. The sorrow I felt came from my master's human feelings of sorrow. Das kann nicht wahr sein. Okay, ich glaube, wir müssen noch irgendwas machen. Gibt's noch einen Gegner, der extremer ist als der, den wir gerade eben hatten? Eigentlich war das der Bossgegner normalerweise. Also wie scheint, kommt jetzt erst der richtige, wirkliche Endboss. Oh oh. So, still alive. Oh nee, hä? Jetzt lebt er echt noch? Das kann nicht sein. Ach, das Vieh ist nicht mehr hier. Oh oh. Nicht, wenn es außerhalb jetzt ist. So, da sind es back in time. Oh nein. Es ist zurück. Nicht gut. Starting to collapse with the Dark Samsara gone. This space is vanishing. Oh verdammt, da müssten wir jetzt so schnell wie möglich eigentlich raus.
Das sah jetzt aus für mich wie ein Speicherportal. The world has just started moving towards future. I don't want it and now. I don't want to give up. Ich werde nicht aufgeben. Verrate mir etwas, Satana. How did the Dark Souls back in time? Wie hat es geschafft, zurückzukommen? George Magic is said to leave behind a trail in space-time. The trail is a record of the magic use. Er hat irgendwie die Zeit überbrückt, dass er raus konnte wahrscheinlich. Wenn ich das so richtig lese. Can you see them? There's rings of light. You can see the trail of the magical energy. Ja, natürlich. Vielleicht. We are there. Johnny ist. Ah. Diese Ringe, die zeigen uns wahrscheinlich den Weg nach draußen, so wie es scheint. Naja, dann würde ich sagen. So schnell wie möglich raus hier. Wechseln. Have been able to see it all this time. Maybe you two really will be able to follow after him. Was? Ich und Setsuna sollen bloß dem Vieh folgen? Ich kann mir nicht vorstellen, ob das so gesund ist. Allein da schon, dass ich keinen Slow und keinen Protect dann habe, das ist ein bisschen wie Schießen. Okay. Ja, ich komme mit dir, kein Problem. Wir werden das Kind schon schaukeln. Many magic energy to you. Ach, jetzt kriegen wir die ganze magische Energie von den zwei. Von den fünf Charakteren auf uns übertragen. Das ist natürlich stark. Hier allein hat er schon eine übelste magische Energie. Wer kriegt denn die dann? Wird die aufgeteilt zwischen den beiden? Very lost wants some magic energy. And we're gonna send Vexana Setsuna into the past. Ach, wir werden in die Vergangenheit geschickt. Okay, krass. Pass auf Setsuna auf. Kein Problem. Kannst dich auf mich verlassen. Ich beschütze deine Tochter. I'm proud to have spent my final journey together with the two of you. Ach, sie gibt ihre magische Kraft uns beiden. Aha. Und das dürfte interessant jetzt werden. Ups, da sind wir weg. Knife Island. Stimmt. Hier war nämlich das Schiff. So, ich würde sagen, leider haben wir das doch nicht geschafft, es komplett abzuschließen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von I Am Setsuna wieder. Haut rein. Ciao.